Hey YouTube, willkommen bei Say What. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das iPhone 4 günstig bekommt. In Anführungsstrichen günstig, es ist immer noch teuer, aber längst nicht so teuer, als wenn man es normal und regulär kauft. Man muss keinen Vertrag abschließen, das ist das Wichtigste vorweg, sondern es geht darum, ein iPhone 4 ohne Vertrag, ohne SIM-Lock zu kaufen. Nun, wir öffnen hier mal gerade Safari und wo habe ich das? Ich hatte das schon mal vorbereitet. Hier das iPhone 4, das soll es sein. Und wie ihr ja wisst, wahrscheinlich alle, im Store kann man es nicht kaufen, sondern nur über die Telekom vorerst. Man könnte jetzt sagen, gut, ich gehe zum Beispiel 3G Store als Beispiel für alle anderen Online-Stores, die das iPhone so vertreiben. Es lädt er so langsam. Die das 3G so vertreiben. Und dann werden wir erstmal vom Preis erschlagen. 1200 Euro für die 32 GB Variante und 1099 Euro, Entschuldigung, für die 16 GB Variante. Ganz schön happig. Wem es das wert ist, okay. Mir wäre es das nicht wert, weil die Verbesserung vom iPhone 3GS zum iPhone 4 ist natürlich klar und deutlich, aber nicht so massiv, als wenn man es unbedingt haben müsste für 1200 Euro. Ein bisschen happig. Was kann man machen? Man kann sich zum Beispiel mal in England den Apple Store anschauen. Hier kostet das iPhone 419 Pfund. Das ist allerdings, glaube ich, das 3GS. Genau, das 3GS kostet 419 Pfund. Vergessen wir das. iPhone 4, 499 Pfund. 499 Pfund, was ist denn das umgerechnet? Ich glaube mal 1,2 wären das um die 600 Euro. Und das 32 GB mit 599 Pfund, nochmal 120, 130 drauf, sagen wir mal ungefähr 730 Euro. 730 Euro, wir vergleichen zu 1099 Euro bzw. 1199 Euro, definitiv deutlich günstiger. Gut, wir können es jetzt natürlich nicht nach Deutschland shippen lassen. Das macht Apple nicht. Was müssen wir also tun? Wir müssen dahin fliegen. Gucken wir mal, was ein Flug kostet. Bei Billigfliegervergleich, sagen wir mal von Düsseldorf aus, da haben wir es schon, nach London. Nehmen wir mal hier alle Airports und wann fliegen wir? Fliegen am 20.07. Genau dann. Warum 20.07.? Ganz einfach, weil es in den Ferien hier bei uns liegt und weil es bis dahin noch ein bisschen hin ist und weil ich es schon ausprobiert hatte und ich weiß, was der Flug da kosten wird. Ist nicht ganz aktuell, aber im Moment würde ich da sowieso nicht hinfliegen, um mir ein iPhone zu kaufen, da es ja nicht sicher ist, dass jeder Store es hätte und man entsprechend vielleicht umsonst dorthin fliegt. Meine Internetverbindung ist heute extrem langsam. Schade. Komm, mach hin. Da ist es. Oh, ist sogar teurer geworden. Es kostet jetzt 56 Euro, der Flug. Das heißt, 56 Euro plus 730 Euro sind wir ja bei 586 Euro. Was jetzt noch dazu kommt, gehen wir hier wieder zurück zu unserer Apple Store Seite, vorerst in UK, iPhone 4. Apple verkauft natürlich in England keine deutschen Euro-Stecker oder wie heißen die Stromstecker, sondern die haben hier ihren eigenen Anschluss in England, deswegen verkaufen sie auch natürlich diesen Adapter dazu. Wenn ihr jetzt den deutschen Adapter nochmal extra kaufen wollt, hier kostet euch das nochmal 29 Euro. Zusammen kommt ihr damit auf 813 Euro, glaube ich, ungefähr. Was bedeutet, ihr seid circa 400 Euro günstiger, wenn ihr das große, also 813 Euro, das ist jetzt der Preis mit dem 32 GB Modell. Ansonsten wärt ihr natürlich nochmal 120 Euro billiger. Das ist dann auch der Preis, den es am Ende kosten wird, wenn ihr noch ein bisschen was esst. Die machen eine schöne Städtetour durch London oder so, kommt natürlich noch ein bisschen was dazu, da habt ihr aber auch was davon. An sich spart ihr also knapp 400 Euro.
Und ich denke mal, das lohnt sich schon, auch wenn ihr natürlich den ganzen Tag dafür opfern müsst. Aber ich meine, es ist London, hallo, macht man doch wohl gerne. Das soll es gewesen sein. Eine Anleitung, wie ihr 400 € mal eben sparen könnt, wenn ihr euch für ein iPhone 4 ohne Vertrag entscheidet. Hier seht ihr nochmal SIM-free, das heißt kein SIM-Lock. Abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr von diesen Tipps haben möchtet. Ich habe Gewinnspiele regelmäßig laufen. Folgt mir auf Twitter. Wir sehen uns. Tschüss.